Zuckerersatzstoffe. Warum eigentlich das? Wer hat nicht schon mal vom Spiegel gestanden und gesagt, hier und da vielleicht ein bisschen weniger, wäre ja auch nicht ganz schlecht. Und hat dabei den Gedanken gehabt, boah, voller Genuss, mit wenig Kalorien, das wär's doch. Die Werbung bedient diesen Gedanken natürlich von allen Seiten. Irgendwo muss der Geschmack ja herkommen. Die Problematik von Zuckerersatzstoffen ist, dass wir erstens auf süß trainiert werden. Der Zuckerersatzstoff hat ja oft das 10.000-fache an Süßkraft. Und demzufolge ist auch immer wieder das Verlangen nach süß da. Und es kann zu einer Veränderung der Darmflora führen. Und in Einzelfällen wird auch bei ganz hohen Dosen, zum Beispiel von Aspartam, im Tierversuch von einer Krebswahrscheinlichkeit gesprochen. In der Tiermast geht es ja um Geld verdienen. Und warum sollte man in der Tiermast Zuckerersatzstoffe, also Süßstoffe einsetzen, wenn die Tiere dick werden sollen? Man setzt es ein, weil es appetitsteigernd ist. Und wegen dieses Verlangens fressen die Tiere mehr und werden schneller groß und stark und rund und fett. Und daher kann ich von Zuckerersatzstoffen nur abraten. Wenn man also einen Jap auf was Süßes hat, dann sollte man es sich mit Genuss gönnen. Der Vorteil von Zucker ist, dass es auch ein Sättigungsgefühl nach sich zieht. Aber nicht mit Fruchtzucker verwechseln, denn Fruchtzucker erzeugt kein Sättigungsgefühl. Und daher sollte man auch Obst und Fruchtsaft nicht mit Gemüse verwechseln. Ein Apfelsaft hat mehr Zucker als Cola.